Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder einen schnellen Snack vom Grill. Wir machen heute Tortilla-Taschen. Was wir dazu alles brauchen, seht ihr wieder jetzt. Also, kommt mit. Und hier haben wir schon unsere Zutaten. Ist heute übersichtlich, soll ja auch schnell und ein Snack werden. Deswegen, wir haben hier Hackfleisch, wir haben geriebenen Mozzarella, wir haben ein grünes Pesto, ihr könnt da aber Pesto-mäßig nehmen, was ihr wollt, ist völlig egal. Und wir haben hier unsere Tortilla-Fladen. Ich habe jetzt erstmal 3 Stück hier liegen, ich weiß nicht, wie viel es wird, müssen wir mal gucken, wie viel das wird. Brauchen noch ein bisschen Olivenöl. Hier unser All-Grill, Chef XL ist schon am Vorheizen, den brauchen wir gleich. Jetzt müssen wir erst noch ein bisschen was vorbereiten, dafür kommt rüber, machen wir zusammen. Und heute wird es super einfach. Wir haben hier unser Hackfleisch, 250 Gramm. Ihr kriegt natürlich aber auch wieder alle Inhaltsangaben unten in der Infobox. Noch ein bisschen mehr. Schaut einfach mal drüber. Wir gehen heute einfach hin. 250 Gramm Hackfleisch, Rinderhack. Jetzt haben wir hier ungefähr 100 Gramm geriebenen Käse. Den geben wir schon dazu. Und jetzt haben wir hier noch das Pesto. Das geben wir auch direkt gerade dazu. Und für jeden, der jetzt nicht unbedingt dreckige Finger kriegen will, empfehle ich jetzt Handschuhe. Wir müssen das Ganze nämlich jetzt zu einer Masse vermengen. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns wieder. So, unsere Masse ist fertig. Ihr seht, von der Menge her war das, glaube ich, genau richtig. Sollte schön pesto-lastig werden, das Ganze diesmal. Und jetzt haben wir hier unsere Tortilla-Fladen. Und da gehen wir jetzt hin, nehmen uns jetzt was hiervon und lassen hier oben frei und die Seiten frei. Und verteilen uns das jetzt schön recht dünn, also nicht zu dick verteilen. So, jetzt haben wir das erste verteilt. Jetzt gehen wir hin, klappen uns das von unten hoch, von oben hoch. Jetzt klappen wir uns das von der Seite. Und jetzt fangen wir an, hier das Ganze so zu wickeln. Und fertig ist unsere erste Tasche. Jetzt machen wir die nächsten und dann sehen wir uns wieder. So, unsere 5 Rollen sind jetzt geworden, sind fertig. Wir haben sie alle gleichmäßig gewickelt. Und der Grill ist vorgeheizt bei so ungefähr 180, 200 Grad circa. Und das Erste, was wir jetzt machen ist, legen sie uns in den indirekten Bereich hier oben. Und lassen sie jetzt erstmal, dass das Hackfleisch schön gar zieht. Und dann später kriegen die ganzen noch ein bisschen Röstaromen. Dafür brauchen wir noch hier unser Olivenöl und den Pinsel. Seht ihr dann aber alles. So, dann einmal zu und wir gucken gleich mal rein. Die dürften langsam braun werden und dann wenden wir sie auch mal, dass sie alle gleichmäßig werden. Sehen wir gleich. Nehmen wir später mit. So, 5 Minuten später gehen wir mal hin und gucken wir mal. Ja, und ihr seht, die werden jetzt langsam braun. Jetzt tauschen wir die alle mal ein bisschen rum, drehen die, dass sie alle gleichmäßig werden. Und dann später wandern sie nochmal kurz hier unten drauf und kriegen nochmal richtig Farbe. So, wir haben das Ganze jetzt ungefähr 20, ja, ich glaube fast 25 Minuten jetzt hier oben drauf liegen lassen. Alle 5 Minuten ein bisschen gewendet, mal woanders hingelegt, dass sie alle ungefähr gleich braun werden. Ihr seht, hat nicht ganz geklappt. Jetzt gehen wir aber zum nächsten Schritt über und tun jetzt ein bisschen Olivenöl hier drauf. Das war zu viel. So viel wollte ich gar nicht. Und streichen uns das jetzt nochmal ein bisschen ein. Und mit dieser eingeölten Seite gehen wir jetzt noch mal ganz kurz hier unten auf die direkte Hitze und machen das mit beiden Seiten. Also wir tun jetzt hier die erstmal auf die eingeölte Seite legen, wir ölen uns jetzt gleich unten die andere Seite noch ein und dann machen wir das gleiche damit auch nochmal. Wirklich jetzt nur ganz kurz und sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir die von beiden Seiten gerade noch mal richtig schön Hitze gegeben und jetzt holen wir sie runter. Und dann müssen wir sie gleich probieren, aber wir lassen sie einen Augenblick abkühlen. So, hier liegen sie jetzt. Haben jetzt ungefähr 5 Minuten hier gelegen. Sind immer noch ziemlich heiß, so wie es sich anfühlt. Ich verbrenne mir aber mal wieder das Maul für euch. Aber wir müssen jetzt erstmal eins aufschneiden, um reinzugucken. Kommt rüber, seht ihr genauer dann. So, dann nehmen wir uns die mal ein bisschen hier rüber. Machen wir uns mal ein bisschen Platz. Oh, ist noch hot. So, und dann nehmen wir uns hier eins. Und dann machen wir hier mal so einen schönen schrägen Schnitt. Und dann schauen wir da mal rein. Und so soll das aussehen. Und jetzt muss das Ganze auch noch so schmecken. Das sehen wir jetzt.
So, dann müssen wir das Ganze jetzt noch probieren und sorry wegen dem Krach wieder da hinten. Mein Kriegsschauplatz, Neubaugebiet da hinten besteht immer noch. Seit Jahren. Also, nicht wundern wegen diesen komischen Geräuschen. Jetzt müssen wir das Ganze mal probieren und ich opfere mich mal wieder für euch. Das ist immer noch recht heiß. Also einmal hin. So, jetzt der Mund leer. Ich kann wieder reden. Das schmeckt richtig geil. Das Pesto kommt richtig geil. Das Hackfleisch ist richtig, ja, fluffig, richtig saftig. Der Käse da drin, alles schön geschmolzen. Diese Masse allein, das ist der Knaller. Und das Ganze hier in solchen kleinen Päckchen, mega geil. Macht davon ein paar, schneidet die halb auf, legt die auf den Teller und ab, die Party hat begonnen. Ohne Scheiß, das ist richtig lecker, einfach gemacht, schnell gemacht. Also, wer es gut fand, Daumen nach oben, Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Rezept. Euer Markus von Barbecue Culture. Und tschüss. Und ich hau jetzt ab von dem Krach. Ich will essen in Ruhe.